Okay, Freunde, an der Stelle, wir haben eine Kanalwette auf. Wenn ihr Bock habt, tragt euch gerne ein, ja? Ey, ich hab aber wirklich lange als erstes gebraucht, ne? Hol ich das Viel Spaß, Wein, Wein. Ach ja, ja, ich habe gesagt, erinnere noch mal in der Lobby dran, ne? Jetzt habe ich das nämlich auch vergessen, ja. Ja. Also Skin-Outfits mitten in der Runde einlösen, vergesse ich es einfach safe, ne? Vergesse ich safe, Leute, tut mir leid. Erinnert mich gleich nochmal bitte in der Lobby dann dran, ja. Stuhl rechts. Da ist Faro, Sakuri nach rechts. Stugi nach rechts, Faro nach links. Faro nach oben. Perfekt. Das Faro Kaioken tot. Hab Kaioken gefunden, liegt tot auf dem Boden. Yes. Da, da, da. Wo? Also Katze kann ich auf jeden Fall rausnehmen und Faro. Mit denen war ich gemeinsam in Lab. Wir gehen raus, wohin? Spazieren. Gassi! Ja! Ich hab extra ein neues Mindset. Ja, wo ist denn die Leiche? Auf dem Boden. Wo bist du spazieren? Ja, aber wo? Die liegt Meeting Room, quasi da, wo das zum Sterne gucken ging. Fünf vergessen. Stunden später. Richtiger Brain Lag. Aber ich bin eine Runde ja wieder lieb, ich muss wieder zuhören. Das ist aber nicht gut, dass die tot sind. Ja, das ist unfein. Nee, also die zwei, die ich rausnehmen kann, sind Katz und V. Wir waren zusammen in Lab vor 15 Sekunden. Ich weiß gar nicht, mir sind, glaube ich, noch zwei Leute entgegengekommen auf dem Weg, aber ich bin zu, um mir das zu merken. Warte, war das nicht Shoshi und Terster oder Shoshi und Smaggy? Sag nochmal ganz kurz, wo die Leiche liegt. Meeting Room. Meeting Room, ne? Und dann eins. Wo ist das denn da oben? Zählst du jetzt Mäuse? Fünf Mäuse, Average Mäuse neben links neben dem M. Esti, du kannst also nicht vom M links Mäuse links nach links. Nach links. Fünf, ja. Ja. Okay. Ja, ist Faro lang gelaufen. Auf Smackys linkem Auge, oder? Ja, war Faro. Nee, ich wurde schon rausgenommen, Tester, keine Sorge. Hallo. Faro. Also hast du die erste Runde noch nicht verkraftet, tut mir leid. Also ich bin mir aber nicht sicher, ob Faro ein Feind ist, aber dazu demnächst mehr. Falls du versuchst, auf mich zu schießen, dann sagst du direkt, dann bleibe ich nämlich stehen und reporte dich dann gleich. Okay, ich wollte nur mal, bevor ich sterbe, weil ich oft früh tot bin, wollte ich das nur mal wenigstens erwähnt haben. Guck mal, sie ist sogar so oft tot, dass ihre Augen schon ganz traurig sind. Also meinst du damit, du hast mich geschiftet? Nein. Na gut, nee, das ist völlig fein. Sie hat dich gecapslockt. Das würde ich nie machen, dass ich sage, ich habe jemanden geschiftet. Also, ja gut, aber... Also ich mach das jetzt, ich habe Alex geschiftet. Es war so durch die Blume angedeutet, dachte ich. Ich habe Katze geschiftet. So ist es. Ich habe mir den Bomber von Smiggy genommen. Ich habe Kajoken getötet. Ich glaube, Alex hat die Wahrheit gesagt. Ich werde Alex outen. Wo bist du? Ich hab's zu spät. So, alle sind am Beichten. Alex, so geil. Endlich mein Massenmord gestehen. Massenmord mit einer Person. Na, wir wissen nur von Kajoken. Wer weiß, was er noch gemacht hat. Ich wollte mal sagen, im Lab liegt ein ganzer Haufen an Leichen. Was? So ist es. Diese Ente, es ist so geil. Ich liebe sie. So gut wie das Kuchen. Terz ist gestorben. Da freuen wir uns, Kinder. Herzlich willkommen, Freunde, hier auf dem YouTube-Channel. Hallo YouTube. Oh, nee. Die Task ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man weiß halt, wie sie geht. Oh, ich bin Chamäleon. Wie wär's denn, wenn du mich mal am Arsch leckst? Ah! Toni, stell dich jetzt da links hin und spiel den Köder.
Ah, mit Toni. Mit Toni Macaroni. Boah, Leute. Ich bin gerade in Stealth. Ich kann gerade nicht streicheln. Tony Macaroni. Sehr gut, ja. Was habe ich gefunden, Alex? Wo habe ich es gefunden? Warte. Was hast du gefunden? Hab ich Alex? Gesehen? Okay. Im Fun Club. Was haben wir gefunden, Alex? Und wo haben wir es gefunden? Boden! Ja, das stimmt. Und was lieben wir? Mao am. Wo ist er? Mao, Mao, ich dachte, Waffeln. Mao, Waffeln. Oh, Waffeln sind auch toll. Waffeln sind fein. Oh, also, ich kann aus offizieller Quelle her entweder sagen, dass das erste, entweder der größte Gecko-Warlock überhaupt ist. Wer? Oder er ist fein. Also, die Leiche liegt in Storage. Wo, weiß ich nicht genau, weil ich habe einfach auf Report gedrückt. Ich würde so Stugi rausnehmen für den Kill. Ich bin direkt unter dem A und habe einen Report-Button gehabt. Ich nehme Toni und Katze raus, ne? Ich werde rausgenommen. Ja, direkt cool. Unter dem A eine Maus. Ja, Katze. Ja. Also, oder wenn du sagst, das ist im Fun. Viele A's. Storage. Und Storage A. Unter dem A, wie viele Mäuse? Nicht schaffen. Ja. Kann es sein, dass das ein Bait war? Nur mal eine Frage. Ist das. Weil, also ich finde es sehr komisch, dass du mich letzte Runde beschuldigst, böse zu sein. Ja? Dann gehst du zu mir in Weapon sein alleine. Also darf ich noch mal ganz kurz was sagen, bevor Faro jetzt ausspricht. Immer wenn man Faru sasst, schießt er zu einem zurück. Egal, ob du böse bist oder einfach nur lost. Es passt halt nicht zu der Aussage von letzter Runde, was du machst. Faru schießt immer zurück. Ja, aber dann machst du doch genau das. Junge, Junge. Ja, dann soll der Sheriff oder der Thief auf mich schießen. Faro war's. Ich hab's, ja. Yes. Guck, Tessie sagt auch, Faro ist nicht ganz gut. Ja, der Tessie wird es heute den ganzen Abend sagen, weil er die erste Runde immer noch nachhält. Die hat ihm gebrochen. Ich weiß gar nicht, was war denn die erste Runde? Ich weiß, Faro, dass du ein Stinky bist. Ich ratifiziere ein Stinky bist. Ja, ein Bösi. Ich glaube, das war der Bait. Ein Stinky-Bösi. Aber wenn ich so böse bin, dann geht auch ein bisschen noch mehr Beleids aus zu mir ran, wenn ich so böse bin. Ein Stinker. Das macht man ja so, wenn man cool aber nicht. Du wirst jetzt gevotet. Wie sollen wir da näher nicht ranlaufen nächste Runde? Kommt gleich wieder der Teekessel? Nein. Bitte nicht streiten, ne? Bitte nicht streiten. Nein, wer würde denn streiten? Und kehrst dir deine Nase, ist komisch. Ich geh doch mal. Hat eine Nase? Ich bin zu jedem freundlich, der mir Waffeln gibt. Ihr votet mich! Oh Leute, ich hätte fast Waffeln. Ich jetzt. Junge! Ist das random, ey. Das ist sehr random. Das ist sehr random. Ihr habt gesehen, Leute, ich habe geskippt. Ne? Oh. Ja. Wir sind ein bisschen am Spionieren, Freunde. Wir stehen in der Kreuzung. Bitte den Feini, Dalin, wir sind gerade in Stealth. Na, wir sind in den Schatten. Gerade kein WoW, gerade nicht David. Ne. Also Tony Macaroni ist nach, kommt von rechts. Smaggy auch. Smaggy! Ja! Hallo, Freunde! Hallo! Ja, also, Kinder, an der Stelle, Smaggy ist Killer. Und zu 100%. Also, da gibt's nichts dran zu rütteln. Na, ob du willst das und ist, nicht. Das ist nicht. Das ist nicht die Wahrheit, aber erzähl mal weiter. Also, die Sache ist die. Der Flash kam ja, ne? Oder ist. Ach ne, warte mal. Ja, ne? Der Flash, genau. Und dann bin ich nach links gelaufen, wo Smaggy ja kam. Und da liegt die Leiche. Ich kam aus dem Fun Club und bin hoch zum Meeting Room. Das ist vollkommen falsch, ne? Also, du bist, kamst aus dem Fun Club, bist dann Richtung Hallway. Dann kam der Flash und dann bist du weggelaufen und dann Katzau gekreuzt, ne? Hast du mir gekreuzt? Ich bin Smaggy entgegengelaufen? Ja, bei der Ecke hier. Fun Club ungefähr 15 Mäuse nach links vom F und 10 Mäuse nach oben. Also wo ich gerade auf dem Weg in Library war, oder was? Genau, ja, in der Kreuzung, ja. Das ist gut ausgedacht, finde ich gut.
Geh ich mit. Also ich habe Faro gerade noch aus der Kitchen laufen sehen. Das ist, muss jetzt ungefähr 10, 15 Sekunden her sein. Also Smeggy zu 100%, ne? Nein, das stimmt nicht. Ich habe zum Beispiel Feinde Katze gar nicht gesehen. Ich bin aus dem Funclub. Im Funclub bist du mir hinterhergelaufen. Ich bin gerade aus dem Funclub und bin jetzt hochgelaufen zum Meeting Room Tester. Smeggy. Smeggy, Würfel. Ich werde dich nicht voten, wenn du eine korrekt. Du nennst mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Und wenn die Karte auf meiner Carpador-Pokémon-Karte, die ich gerade in der Hand halte, ist, wenn die Zahl auf der Karte ist, dann vote ich dich nicht. Sag eine Zahl. 7. Das ist halt legit, jede Zahl bis auf eine 7 auf dieser Karte. Smiley, raus mit ihm! Ich hab den Kill nicht gemacht. Doch. Du tust einen auf Tracker, bist du aber nicht. Okay. Nee, eine 4 wäre auch noch möglich gewesen. What? Aber was machen wir jetzt? Hubert, danke für... Ich habe... Ja, Smeggy voten, hä? Der hat gekillt. Nee, so nee. Also, ich war mir, glaube ich, noch nie so sicher. Vor allen Dingen, ja, wie das soll ist das sein? Absolut nicht ausschlaggebend. Außer ich hätte jetzt, Oder den der Kill. Ist mein Prosecutor. Also, ich könnte mir jetzt nur noch mehr sicher sein, wenn ich den noch gesehen hätte, den Kill. Ja. Na? Das ist doch schon mal, das... Ist also schon mal sehr also merkwürdig. Also, statt 100 nur noch 95%. Ja, 95% reicht vielen Leuten, also... Pff. Manche Leute, wenn man die Leute nicht mag, reicht ja 1% das schon. Ich hab geskippt. Ich nicht. Krass, Alter. Für dich geskippt, Smeggy. Da fliegt er. Ui. Say goodbye. Hubert, danke dir für den Resub im 4. Monat. Da fliegt er. Wir haben einfach den Kill gesehen in Chameleon, ne? Mit Toni wieder. Mit Toni. Guck mal, der wollte Motto-Kick, Alter. Hä? Hat der ich sag ja, der Teekessel. Oh, also, der war... Hat also der entweder... geschossen? Entweder. Ich sehe keine Leute mehr. Ach, ja, okay, ja. Es ist definitiv Voldemort. Ich stand neben Terz. Wir sind beide Camo, also Chameleon. Ja. Wir standen beide von Lights Out und Voldemort springt in Terz rein. Was? Ja. Alter, bist du gleich blind wie ich? Also, ja. Tatsächlich hat mich ja Stubi gekillt, aber... Bei Camo da. Onkel wenn, du genau wenn du mal genau geguckt hättest, wüsstest du, dass Stubi eigentlich reingehalten hat. Onkelchen? Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wer noch bei euch war, aber Voldemort kann es tatsächlich nicht sein. Aber Voldemort ist direkt an mir vorbeigelaufen und... Ja, das kann warte. Willst du das Alibi wirklich verbrennen, weil er gerade gesagt hat, wer wirklich reingestochen hat und der daneben steht? Also, wenn du ihn jetzt irgendwo anders callst, er hat sich gerade schon theoretisch verraten, dass er mindestens... Hallo, okay, Mensah! Nein, er war nicht woanders. Nein, er war nicht woanders. Darum geht's nicht. Warum ist Voldemort dann raus? Alex, die haben die nicht aus auf, Gründen. Ne? Das wäre ja Stream-Sniping. Das ist sollte eindeutig genug sein, oder? Ja, das ist, also, das fühle ich. Ja. Nicht. Läuft hier Musik? Da läuft aber keine Musik, ne? Und was jetzt mit Stuggi? Was hat der jetzt in der Gleichung verloren? Naja, das Problem, weiß ich ja, auch nicht. Er hat gerade in die Gleichung reingeworfen. Das ist das Interessante. Entweder, wenn du jetzt sagst, oh, ich habe mich mit wem geswappt, deswegen kann der nur ein Libi sein, würde es keinen Sinn ergeben, dass ein Voldemort erst so tut, als wäre nichts passiert. Und dann auf die Ansage auf Stuggi drauf geht. Okay. Mhm. Wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre es so, dass Voldemort und du beide noch die Bösen seid. Weil du versuchst, ihn jetzt da rauszuholen und Stuggi einfach reingeworfen wurde für Dinge. Aber in beiden Fällen ist für mich Voldemort der Böse. Definitiv nicht richtig. Voldemort. Ja, dann bin ich da. Ich mach gern Fehler. Let's go. Okay. Ja. Ja. Oder auch nicht, weil dann hat man mehr Fehler. Mehr Spaß. Mehr Fehler sind aber nicht mehr Spaß. Doch, klar, wenn man die richtigen Fehler macht. Oder wenn man richtig Fehler macht. Mhm. So wie mit Oh nein, ich habe aus Versehen 100 Kuchen bestellt statt 10. Einfach schon.
Alles so, gut. So wie feine Katze mir gestern vertraut hat. Es ist Grund, nimm Grund. Ja, ich nehme Grund. Oh, es ist doch nicht Grund. Ja, die Grundsteuer bei dem Herzogtum sehe ich aber. Da werde ich mich niemals für entschuldigen. Das stimmt allerdings. Deswegen habe ich davor gegessen. Herzog Katze. Du kannst mich gegessen auf Hacker, aber dann wirst du sterben. Das stimmt. Stimmt? Okay. Oh. Sie hat gesagt, das stimmt. Das hat nicht gut funktioniert. Wir haben keinen Tiebreaker, wir haben verloren. Let's go. Am Arsch. Ja. Das ist für die Crew tatsächlich verloren. Stuggi müsste jetzt Shai killen. Stuggi müsste jetzt. Ich müssen gleich mal einstellen, dass wir die Overview für alle haben. Ja, er läuft da lang. Stuggi wird jetzt wahrscheinlich irgendwen einfach killen, ja, genau. Ihn halt. Er wendet rein, wo ist Voldemort? Voldemort ist irgendwo hier oben lang gelaufen. Stuggi ist jetzt hier rüber gewendet, Voldemort läuft hier oben lang. Frage ist jetzt, ob Voldemort Stuggi killt. Jetzt hat Stuggi Shai gekillt. Genau. Jetzt ist genau das passiert, was ich gesagt habe. Ja, sorry. Was war das denn? Ja. Boah, Stuggi, gut gespielt, ne? Ja. Sakuri, Alter. Ich musste als Schossi reinschmeißen, dass die Lover sind. Das Tony, das war so lustig, ne? Ja. Toni und ich stellen uns immer zusammen quasi bei den Camo. Und dann werde ich da direkt gekillt tatsächlich, ne? Ja. Dann kann man nur Prosecutor vom Mayor sein, das ist unfair, das soll verpassen werden. Ja, war sehr, sehr gut, ja. Freunde, an der Stelle, hallo YouTube-Kinder, ich grüße euch. Freunde, ganz kurz an der Stelle, wenn ihr Bock habt, supportet gerne mal hier auf dem Channel mit einem Abo und einem Like und einem Kommentar, würde ich mich sehr freuen. Und checkt gerne mal die Videos aus auf dem neuen YouTube-Channel. Der ist unten verlinkt in der Videobeschreibung. Ist, glaube ich, einer der ersten Links. Ne? Terste heißt der Channel. Dieser hier heißt ja Tersti. Schlecht. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.